Hier ist Stephanie Popey. Die letzten Tage hat mich eins immer wieder beschäftigt. Mir fiel einfach auf, wie viele prophetische Leute einfach so viele Worte der Ermutigung freisetzen. Und manchmal liest du diese Worte und du denkst, oh, das habe ich auch gehört. Oder du hast gedacht, man, das habe ich auch schon mal gelesen. Oder das hat der auch gesagt. Und irgendwie muss ich immer über diese Tatsache nachdenken. Und es war so, wie wenn Gott zu mir sagt, das ist deshalb so, weil ich ein Ermutiger bin. Das ist mein Wesen durch und durch. Und wann immer ich zu meinen Leuten spreche, es ist mein Herzschlag, meine Sehnsucht, sie zu ermutigen, ihnen zu sagen, dass ich sie liebe, dass ich da bin. Und wisst ihr, das Coole ist, es sind nicht nur Worte, sondern wenn Gott etwas sagt, dann kommt mit seinem Wort auch die Kraft, die das freisetzt oder die Kraft, die uns weiterträgt. Und deswegen ist ein ermutigendes Wort von Gott manchmal das Einzigste, was wir brauchen. Selbst wenn wir schon gefühlt 50 Mal oder noch öfter das gleiche Wort bekommen haben. Deswegen, wenn Gott zu dir spricht, wenn ein ermutigendes Wort zu dir kommt, dann nimm das und versteh einfach, es ist wie eine Kraftbombe, die einfach Lösung schafft. Und so viele Menschen sagen immer wieder auch zu mir, oh, ich brauche ein Wort von Gott für meine Situation. Und wisst ihr, was ich einfach immer mehr feststelle, dass Gott einfach zu mir sprechen möchte. Ja, Paulus sagt an einer Stelle, er sagt, betet ohne Unterlass. Und das vermittelt so ein bisschen dieses Bild, dass wir möglichst immer ja, mit Gott reden sollten. Und dann bemühen wir uns manchmal und wir reden und wir reden und wir schütten unser Herz vor ihm aus und wir suchen seine Antwort. Wir suchen sein Reden zu uns und sind manchmal so ganz frustriert, dass nichts kommt. Aber je länger, je mehr bin ich der Überzeugung, dass beten ohne Unterlass nicht bedeutet reden ohne Unterlass, sondern es bedeutet vielmehr zu hören. Das ist eins der Dinge, die ich immer wieder feststelle. Es ist nicht so, dass Gott nicht spricht, sondern es ist einfach so, dass wir es nicht hören, nicht wahrnehmen. Und ich liebe einfach die Tatsache, dass ich wirklich bezeugen kann, dass wann immer ich mit Fragen vor Gott stehe, er mir antwortet. Oft nicht sofort, aber dieses Betet ohne Unterlass von Paulus gewinnt für mich immer mehr eine Dynamik zu verstehen. Dieses Betet ohne Unterlass ist mehr ein Stehen vor Gott, ein Hören, ein permanentes offenes Ohr haben und immer wieder einfach mich auf ihn auszurichten, mit ihm zu reden, natürlich, aber weit mehr als zu reden, einfach zu hören. Einfach zu hören. Und Gottes Wort kommt zu dir, wenn du dich einfach so positionierst, dass du sagst, oh Gott, rede du zu mir, ich muss von dir hören. Und das Erstaunliche ist, dass Gottes Reden oft so ganz anders ist, wie das, das ich erwartet habe. Ja, die Antwort, die ich von Gott bekomme, verblüfft mich meistens im ersten Moment. Aber es ist immer das richtige Wort zur richtigen Zeit. Und so möchte ich dich ermutigen. Gott möchte zu dir sprechen. Er möchte dich ermutigen, aber er möchte auch einfach Antworten geben auf deine Fragen, die für dich wichtig sind. Denn die Fragen, die für dich wichtig sind, die sind für ihn wichtig. Und er hat Antworten auf alles. Deswegen, ja, positioniere dein Herz gerade auch in diesen Tagen, denn die Fragen, die dich beschäftigen, Antwort ist unterwegs und du wirst einfach sehen, dass er zu dir spricht. Mega Segen dir dabei. Bis denn.